Ja, perfekt, vielen Dank. Genau, dieser Vortrag hier handelt vom lokalen Testen von AWS Serverless Lambda Functions. Der Name ist ein bisschen sperrig, aber ist der offizielle Name. Und im weiteren Verlauf des Talks werde ich da ganz einfach Lambdas zu sagen und ein bisschen zum Thema, wie bin ich dazu gekommen. Und zwar habe ich zuvor in Microservice-Projekten gearbeitet und in denen hat es mal eine klar definierte Teststrategie gegeben. Und als ich dann zum ersten Mal in ein Projekt gekommen bin, wo auch ein bisschen Cloud mit im Spiel war, ist mir aufgefallen, dass die Art, wie wir unsere Lambdas getestet haben, halt einfach so ein bisschen lückenhaft ist. Und daraufhin habe ich dann ein bisschen recherchiert, festgestellt, dass die Lücke anscheinend auch ein bisschen weiter verbreitet sein scheint. Und ja, gerade so diese Art, was zu deployen und dann manuell zu testen, ist nicht wirklich so die Art, die für mich sinnvolles Testen halt entspricht. Und ich denke halt, dass wenn man was testet, dass man halt möglichst schnell auch irgendwie Feedback bekommen möchte, dass die Feedback-Zyklen kurz sind, dass ich nicht noch irgendwie darauf warten muss, dass irgendwas deployed ist und ich dann manuell loslegen kann oder irgendwelche Requests dann automatisiert vielleicht sogar gegenfeuern kann. Genau, und da ich halt zuvor an Microservice gearbeitet habe und eine gewisse Ähnlichkeit quasi zu Lambdas auch gesehen habe, habe ich dann versucht, die Teststrategie von Microservices auf Lambdas anzuwenden. Und das funktioniert tatsächlich in unserem Projekt so gut, dass die Dependency-Updates mittlerweile ohne Probleme automatisieren können. Und wir können uns halt darauf verlassen, dass wenn zum Beispiel irgendwie ein Breaking Change im AWS SDK oder was drin ist, dass wir das damit kriegen können, weil unsere Tests fehlschlagen würden. Genau, das war so ein bisschen die Einladung. Jetzt kommt so ein bisschen was zu mir. Ich arbeite als Software-Engineer für Open Value in Düsseldorf. Wir sind ein kleines Dienstleistungsunternehmen und arbeiten für viele verschiedene Kunden in verschiedenen, ja, Branchen mit verschiedenen Technologien. Und da ich dann auch immer mit vielen Technologien in Kontakt komme, lerne ich auch viel Neues. Und genau, das ist dann auch ganz gerne der Punkt, an dem ich dann anfange, ja, meine Erkenntnisse zu teilen durch Blogposts oder auch durch Vorträge oder Ähnlichem. Das sieht vielleicht so aus, als wäre ich total verrückt nach Testen, das ist aber gar nicht so. Ich mag es einfach nur, wenn zum Beispiel Software relativ gut getestet ist, weil ich dann, wenn ich ein Refactoring oder Ähnliches durchführe, einfach ein Gefühl von Sicherheit habe. Genau. Ich habe schon ein bisschen erzählt, was wir heute machen wollen. Ich werde als erstes aber noch eine kleine Einführung geben, zum einen ins Testen von Microservices. Dann werde ich einmal kurz Lambda-Funktionen vorstellen. Wir hatten ja vorher schon Talk. Ich weiß nicht, ob jeder wirklich so komplett drin ist im Thema. Genau, dann gehe ich kurz darauf ein, wie wir Lambdas dann theoretisch testen können. Stell ein kleines Beispiel vor und tatsächlich werden wir das dann am Ende auch eben in der Demo testen. Kommen wir also zum Testen von Microservices. Ich habe hier ein kleines Beispiel, was in einer, ja, hexagonalen Architektur geschrieben ist oder aufgebaut sein könnte. Haben wir ja vorher schon ein bisschen was von gesehen und wenn ich die hexagonale Architektur zum Beispiel stark vereinfache, kann ich sagen, dass da alle externen Abhängigkeiten durch Adapter mit der Service-Schicht verbunden sind. Also das wäre stark vereinfacht auf einen Satz runtergebracht, was die hexagonale Architektur tut. Und was mir das Ganze ermöglicht, ist, dass ich die Service-Schicht unabhängig von externen Services testen kann. Das heißt, ich kann meine ganze Logik testen und die externen Services erstmal ausblenden. Genau, gehen wir ein bisschen auf die einzelnen Komponenten ein. Die sind hier beispielhaft einfach dargestellt im Service. Ich habe vielleicht einen REST-Adapter und im REST-Adapter werden die Endpunkte des Services definiert. Da kann ich halt einfach angeben, wie er aufgerufen wird, was zurückgegeben wird. Ganz einfach die Schnittstelle des Microservices nach außen. Der HTTP-Adapter ist zum Beispiel ein Beispiel, wenn unser Microservice einen anderen Microservice aufruft, so. Die könnte ja zum Beispiel benötigen, um irgendwas zu berechnen oder so andere Sachen. Und zum Schluss möchte unser Microservice vielleicht noch irgendwas in die Datenbank persistieren. Da gibt es einen Datenbankadapter, um entsprechende Werte zu lesen und zu schreiben. Genau, dann lassen wir mal schauen, wie man das Ganze testet. Fangen wir jetzt erst mit den Unit-Tests an. Das ist so die kleinstmögliche Art an Tests, die wir durchführen können. Und ja, je nachdem, was für ein Framework wir benutzen, können wir den REST-Adapter auch ganz einfach als Unit-Test testen. Und ja, das gleiche gilt halt auch für die Domain und die Service-Schicht.
die ja durch unsere schöne Architektur unabhängig von den ganzen anderen Services, von den externen Diensten sind. Ja, kann man dann ganz einfach Unit testen und ist dann relativ zügig fertig. Wir haben ja noch ein paar Integrationen zu den externen Services und die können wir am besten natürlich durch Integration-Tests testen. Wir haben jetzt hier zwei Schnittstellen nach außen. Einmal den Datenbank-Adapter. Und um natürlich die Integration zur Datenbank zu testen, können wir zum Beispiel sowas wie Test-Containers oder eine In-Memory-Datenbank nehmen. Ich würde halt immer sagen, ich würde Test-Containers bevorzugen, weil eine In-Memory-Datenbank kann die Syntax ein bisschen anders sein oder andere Geschichten. Wenn ich natürlich die eigentliche Datenbank dann mehr oder weniger hochfahre, habe ich dann natürlich einen Vorteil, was die Tests angeht, dass sie vielleicht ein bisschen mehr abdecken. Ein kleines bisschen die Test-Containers, das sind Tool, um zum Beispiel externe Abhängigkeiten in Docker-Containern auszuführen. Und wenn ich das dann zum Beispiel in meinen Tests benutze, sorgt es dafür, dass die Abhängigkeiten in Containern gestartet, gestoppt und am Ende auch wieder abgeräumt werden. Genau, dann kommen wir zum externen Service. Zum einen, also einen externen Service zu testen, beinhalten meistens zwei Dinge. Zum einen, ob wir die Daten verarbeiten und auch passend wegschicken, ob wir die verarbeiten können. Und zum anderen, ob die Schnittstellen zusammenpassen, das heißt der Contract. Und um einfach nur das Verarbeiten zu testen, können wir einfach auf einen Mock-HTTP-Server wie WireMock zugreifen. Das heißt, wir benutzen einfach unseren Client, biegen die Adresse so ein bisschen um, dass der auf den Mock-Service geht und geben dann vordefinierte Werte zurück. Und so können wir dann schauen, ob unser HTTP-Adapter mit den Werten umgehen kann. Um die Schnittstelle zu testen, können wir dann zum Beispiel sowas wie Pact als Contract-Testing-Methode benutzen. Genau, zum Schluss bleiben noch Compound-Tests über und Compound-Tests testen den Service als Ganzes. Ähnlich wie ein Integration-Test werden hier auch die externen Abhängigkeiten entfernt. Ich kann es genauso machen wie ein Integration-Test, also auch wieder mit Test-Containers und WireMock oder sowas. Oder ich kann es auch ganz simpel einfach machen. Ich habe ja die Integration schon getestet und ich kann dann irgendwas ganz, ganz Dummes, einen ganz, ganz dummen Mock einfach dahinsetzen. Genau. Schauen wir das Ganze mal zusammen an. Also, wir haben hier eine ganze Menge Ringe um die ganzen einzelnen Komponenten. Keine einzelne Komponente ist irgendwie ohne Ring. Das heißt, wir haben alles getestet. Und wann immer es möglich war, haben wir halt in Isolation getestet. Alle externen Abhängigkeiten wurde die Integration zugetestet. Und das Ganze wurde dann mittels einem Component-Test getestet. Und wenn wir das dann Ganze so ein bisschen kopieren würden, die Tests, dann würden wir halt relativ schnell die Testpyramide erhalten. Das heißt, wir haben hier mehrere Komponenten, die Unit-Tests enthalten, die wahrscheinlich mehrere Unit-Tests enthalten, zwei verschiedene Integrationen und einen Component-Test. Würden wir das Ganze mal anhand der Häufigkeit strukturieren, würden wir hier schön einfach mal die Testpyramide sehen. Genau. Zusätzlich haben wir da noch E2E-Tests und manuelle Tests. E2E-Tests würde ich erstmal ausklammern. Zum einen sind sie deutlich komplexer, weil das Zusammenspiel mehrerer Microservices und sowas meist dann orchestriert werden muss. Und zum anderen gibt es ja auch so ein bisschen diese Grundsatzdiskussion, ob man überhaupt End-to-End-Tests auf Microservices durchführen möchte und solche Geschichten. Deswegen klammere ich die erstmal komplett aus. Und genauso geht es uns halt mit den manuellen Tests. Mit unserem Setup versuchen wir tatsächlich, die manuellen Tests zu minimieren. Und deswegen versuchen wir uns halt auf die automatischen Tests zu fokussieren. Genau. Als nächstes gebe ich einen kleinen Einblick in Lambdas. Was sind AWS Lambdas überhaupt? Sind tatsächlich sehr kleine Funktionen, die ausgeführt werden. Und es wird tatsächlich nicht mal ein Webserver benötigt, um die auszuführen. Man muss lediglich ein Interface implementieren, eine Event-Handling-Methode schreiben, das Ganze zippen oder wir sind ja im Java-Umfeld. Das heißt, wir bauen ein Jar daraus und dann vereinfacht gesagt zu AWS hochladen. Es gibt tatsächlich noch ein paar andere Deployment-Methoden, die so ein bisschen YAML-Konfigurationen notwendig machen, aber für unsere Tests ist es tatsächlich gar nicht weiter relevant. Lambdas sind als Teil einer eventbasierten Architektur vorgesehen und man kann entweder eigene Events definieren oder auf AWS-spezifische Events zurückgreifen. Es kann zum Beispiel ein Datei-Upload zu dem AWS-Event
eigenen Datei-Storage-Service S3 sein. Eine sehr, sehr schöne Besonderheit, die Lambdas haben, ist, dass sie automatisch skalieren. Und die werden auch nur ausgeführt, wenn sie benötigt werden. Dabei bezahle ich dann auch nur, was ich auch wirklich verbrauche. Das heißt, wenn keine Lambda läuft, wenn ich keine Last habe, läuft auch keine Lambda und ich zahle auch nichts. Verglichen mit Microservices sind Lambdas in ihrer Größe beschränkt. Ich kann immer nur mit einer Lambda eine Art von Event verarbeiten. Und ich habe nicht so das, was ich zum Beispiel in Microservices schon öfter beobachtet habe, dass Microservices nach und nach so ein bisschen wachsen. Das kann mit Lambdas nicht so einfach passieren. Ich kann natürlich Events verschachteln und dann dadurch mehrere Events tatsächlich verarbeiten oder sowas. Aber ja, das sollte man vielleicht sich überlegen, ob man sowas machen möchte. Und ein wichtiger Punkt ist, Lambdas können tatsächlich als Teil einer Microservice-Architektur genutzt werden. Das heißt, ich muss wirklich nur ein API-Gateway davor schalten in AWS und am Ende habe ich wirklich einen kleinen Microservice mit einem Endpunkt. Genau, das bringt uns auch direkt zum Testen von Lambdas. Wir haben gesehen, dass Lambdas und Microservice sehr ähnlich sind, also sollte das Testen tatsächlich auch sehr ähnlich sein. Und wir können am Ende auch die gleichen Tools weiter benutzen. Und eins der wichtigsten Tools ist meiner Meinung nach Dependency Injection. Und weil Dependency Injection macht den Code einfach, ja, einfacher testbar. So. Und wenn wir so etwas Kleines haben, wie eine Lambda, brauchen wir tatsächlich auch nicht mal ein Framework dafür. Da können wir ganz einfach das Ganze manuell machen und sparen uns ein kompliziertes Framework dahinter. Wir können auch Test-Containers und WireMock weiter nutzen, um externe Abhängigkeiten zu simulieren. Was wir allerdings neu haben, sind Abhängigkeiten zu anderen AWS-Cloud-Diensten. Und dafür müssen wir ein neues Tool benutzen, LocalStack. LocalStack ist ein Cloud-Service-Emulator für AWS. Und bei LocalStack ist die API tatsächlich kompatibel zu Amazon Cloud, was es uns dann theoretisch erlaubt, unsere Adapter lokal zu testen. Das heißt, wir starten mehr oder weniger lokal eine Amazon Cloud, die sich hoffentlich genauso verhält wie die richtige Cloud. Ja, und dann schauen wir uns mal einen kleinen Use Case an, den wir dann am Ende auch testen wollen. Wir haben zum Beispiel einen Nutzer und der Nutzer hat ein Bild und von diesem Bild möchte der ein Thumbnail generieren. Das heißt, einfach das Bild verkleinert haben auf eine bestimmte Größe. Und das ist zum Beispiel so ein ganz klassisches Beispiel für eine Lambda. In der Praxis, in unserem Projekt nutzen die auf ähnliche Weise. Zum Beispiel wie hier in diesem Fall, um etwas asynchron im Stil von Fire und Forget auszuführen. Oder halt, um vielleicht sogar noch eine kleine Funktion aus dem Microservice rauszulösen, um dann vom automatischen Scaling von AWS einfach zu profitieren. Genau, also der Nutzer hat das Bild, möchte den Thumbnail haben, lädt es dann zur AWS, zum File Storage S3 hoch und sagt der Lambda dann am Ende, hey, ich möchte ein Thumbnail davon haben. Das heißt, er triggert die Lambda mit einem entsprechenden Event an. Die Lambda lädt daraufhin das Bild herunter, verkleinert es und lädt es dann anschließend wieder zu S3 hoch. Am Ende wird dann eine Response von der Lambda zum Nutzer zurückgegeben, wo der Nutzer dann das Thumbnail finden kann. Wenn er möchte, kann der Nutzer dann das Thumbnail jetzt von S3 runterladen. Genau, also ein sehr, sehr simples Beispiel. Wir haben hier nicht sehr viele Dinge, die passieren. Die Lambda wird angetriggert, das Bild wird runtergeladen, die Lambda verkleinert das Bild, die Lambda lädt das Bild wieder hoch und am Ende wird zurückgegeben, wo die Lambda gefunden werden kann. Und genau das wollen wir jetzt dann einmal die Lambda uns anschauen, wie die umgesetzt ist, um die dann anschließend zu testen. Genau, schauen wir uns einmal den Event-Händler der Lambda an. Wie ich schon gesagt habe, muss man einfach nur das Request-Händler-Interface implementieren und die dazugehörige Methode Handle-Request erstellen. Und das ist dann die Methode, die aufgerufen wird, sobald die Lambda getriggert wird. Es ist dann freigestellt, Input und Output selber zu definieren.
Genau, und wir nutzen hier einfach ganz simple POJOs, um den Ablageort der Datei zu übermitteln. Also zum einen die reinkommt und auch die, die wieder rausgeht. Zeige ich gleich noch mal kurz, wie die aussehen. Das war eigentlich recht uninteressant. Und was ich halt immer versuche, ist, diese Methode so klein wie möglich zu halten. Weil hier ist das, wo die AWS-Logik drin steht. Das ist das, was ich nicht so ohne weiteres testen kann. Das heißt, alles, was ich irgendwie mache, packe ich in den Service und rufe nur den Service auf. Die einzige Ausnahme, was die Komplexität angeht, ist der Konstruktor. Und im Konstruktor mache ich dann die manuelle Dependency Injection. Das heißt, ich initialisiere hier einmal alle Services, die ich brauche, packe die dann ineinander und bekomme, wie es bei manueller Dependency Injection eigentlich so, oder bei Dependency Injection allgemein so ist am Ende so eine Baumstruktur raus. An den Blättern sind die ganzen einzelnen Services und am Ende habe ich dann die Wurzel mit dem Service, der alle anderen Services enthält. Genau, wie gesagt, ich zeige noch einmal kurz den Input und den Output. Die sind mehr oder weniger gleich. Der eine zeigt halt an, wo das Bild liegt und der andere, wo das Thumbnail nachher zu finden ist. Ich kann hier leider keine Records benutzen, da AWS das JDK 17 noch nicht unterstützt. Genau, schauen wir uns dann direkt den Service an, der alle anderen bundelt, der quasi die Logik enthält, der in dieser Handle-Request-Methode aufgerufen wird. Und hier ist tatsächlich dann die eigentliche Logik der Lambda verpackt. Hier wird das Bild mit dem Storage-Service runtergeladen. Das Bild dann resized zu einem Thumbnail. Und das Ganze dann wieder zu S3 hochgeladen. Am Ende gebe ich dann raus, wo das Thumbnail zu finden ist. Genau, ich habe hier ein bisschen Code dazwischen weggelassen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass hier so ein bisschen zwischen Bild und Input-Stream immer hin und her gewandelt wird. Und wer schon mal irgendwie öfter mit den ganzen Input-Streams, Output-Streams in Java gearbeitet hat, der weiß, dass der Code, der da rauskommt, nicht unbedingt schön ist. Deswegen habe ich die Übersicht habe einfach mal so ein bisschen da rausgelassen. Noch ein bisschen was zu den Services. Der Storage-Service ist eigentlich recht simpel. Der nutzt einen S3-Client vom AWS-SDK, um Dateien hoch und anschließend auch wieder runterzuladen. Und der Image-Service nutzt ein paar AWT-Funktionen, um das Bild zu verkleinern. Und ich gebe dem da eine Max-Dimension quasi rein als Parameter. Und diese Dimension definiert dann die maximale Länge der längsten Seite des Bildes. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, interessiert uns auch gar nicht, wie die Services intern funktionieren. Wir wollen die nur testen und das können wir auch tatsächlich so Blackbox-artig machen. Und das machen wir auch einmal jetzt. Ich springe einmal in IntelliJ rein. Und als erstes schauen wir uns dann mal den Image-Service an. Der Image-Service, wenn es zu klein ist, einmal ein bisschen reinschreien. Ich kann noch gerne einmal ein bisschen zoomen. Der Image-Service ist tatsächlich ein simpler Unit-Test. Wir haben keine Abhängigkeit nach außen. Wir geben nur ein Bild rein und erwarten, dass ein verkleinertes Bild wieder rausgeht. Und was wir jetzt machen ist, wir laden ein Bild aus dem Dateisystem, packen es in den Resize-Service, kriegen dann ein Bild zurück und erwarten am Ende, dass das Bild, was wir zurückkriegen, kleiner ist als das, was wir vorher rausgegeben haben, beziehungsweise dieser Max-Dimension entspricht, die wir hier definiert haben. Und um euch das zu zeigen, gebe ich hier das Bild noch einmal kurz aus, klassischerweise in den Target-Ordner, der immer der schön abgeräumt werden kann, wo es auch von Git nicht irgendwie gefunden wird. Und das führe ich jetzt einmal aus. Sollte recht schnell durchlaufen. Ist hier ein simpler Unit-Test. Das Kleine funktioniert anscheinend. Und ich habe euch ja versprochen, hier wir zeigen das Ganze noch einmal manuell. Hier ist das Originalbild. Und hier das verkleinerte Bild, was auch wirklich auch diese Dimension entspricht, 300 mal 300, das, was wir vordefiniert haben. Ja, das wäre dann schon der simple Unit-Test. Kommen wir dann einmal zum Integration-Test des Storage-Services. Also wir erinnern uns, der Storage-Service lädt Dateien hoch zur S3 und auch wieder runter.
Das heißt, wir haben hier eine externe Abhängigkeit zu ABS. Und diese externe Abhängigkeit versuchen wir mit Testcontainers und S3 und LocalStack tatsächlich lokal zu simulieren. Das heißt, wenn unser Test gestartet wird, wird der LocalStack-Container hochgefahren. Wir sagen, dass der LocalStack den die S3-Funktionalität unterstützen soll. Und schon haben wir das Ganze. Fürs Test-Setup habe ich hier noch einen eigenen S3-Client definiert, der so ein bisschen das Erstellen des Test-Setups und auch ein bisschen das Verifizieren und sowas dann vereinfacht. Da möchte ich nicht meinen eigenen Service noch nehmen, weil ich dann so mehr oder weniger eine zyklische Abhängigkeit bekomme. Und was hier an der Stelle wichtig ist, ich muss einmal sowohl dem S3-Client sagen, dass er sich gegen LocalStack verbinden soll, als auch dem Storage Service. Das heißt, dass diese beiden die Clients, die dahinter stecken, sich jetzt nicht mehr gegen die AWS Cloud verbinden, sondern gegen die lokale Cloud, die ich quasi hochfahre. Genau, schauen wir uns dann auch mal direkt den Test an. Ich habe hier zwei Tests rausgesucht. Der eine, um ein Objekt von S3 runterzuladen. Da muss ich dann als Setup natürlich ein Bucket und eine Datei erstellen, wo dann die Datei, ein Bucket erstellen, wo die Datei drin liegt. Die hole ich dann am Ende mit meinem Storage Service wieder raus und am Ende erwarte ich natürlich, dass die Datei natürlich existiert hat, dass ich die Datei runterladen konnte und der Inhalt immer noch gleich ist. Der zweite Use Case ist der Upload von Dateien und für den Upload brauchen wir halt ein Bucket, in den wir was reinladen können. Ich erstelle hier dann lokal eine Datei als ganz normaler Stream, lade die Datei hoch und was ich dann erwarte ist, dass die Datei unter dem entsprechenden Namen existiert und die Inhalte natürlich immer noch gleich sind. Genau, das können wir einmal kurz ausführen. Tatsächlich läuft das immer noch relativ schnell, obwohl hier was in einem Docker-Container hochgefahren wird. Also ich weiß nicht, jetzt mit Zoom vielleicht ein bisschen mehr als eine Sekunde, aber im Normalfall läuft er tatsächlich unter einer Sekunde durch. Und meist hat man ja tatsächlich nicht so viele Integrationen, die man da testet. Genau. Auch das läuft durch. Das heißt, unsere Integration zu S3 scheint auch zu funktionieren. Springen wir als nächstes in den Component-Test. Der Component-Test ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil wir hier ja eine Lambda haben, die dann noch mit S3 kommuniziert. Das müssen wir LocalStack auch sagen, dass wir zum einen Lambdas benutzen wollen und zum anderen auch S3. Und eine Besonderheit ist hier noch, LocalStack erstellt die Lambda selber. Das heißt, die Lambda wird in einem Docker-Container von LocalStack hochgefahren. Und das bedeutet auch, dass die Container, die wir da haben, miteinander kommunizieren können müssen. Weswegen wir so ein bisschen Networking hier machen müssen, dass die Lambda und S3 sich am Ende finden. Und natürlich wollen wir ja unsere Lambda auch irgendwie hochladen. Das heißt, wir müssen das Jar-File, was am Ende rauspurzelt, mit in den LocalStack-Container mounten, damit LocalStack die Lambda auch erstellen kann. Genau, das Erstellen der Lambda-Funktion schauen wir uns dann einmal kurz an. Wir können vorher ein bisschen Umgebungsvariablen definieren. Zum einen definieren wir auch den Endpoint-Override, dass unsere Lambda sich auf jeden Fall wieder gegen LocalStack verbindet und nicht gegen die ABS-Cloud. Und erstellen hier dann diese Lambda. Wir müssen angeben, welche Methode ausgeführt wird, wenn wir das Ganze aufrufen und müssen unser Jar-File einmal aufrufen. Jetzt fragt man sich natürlich, das Jar-File testet, das geht ja mit Maven nicht so ohne weiteres, weil die Teststage ja tatsächlich läuft, bevor das Jar-File gebaut wird. Und da muss man ein bisschen auf Maven-Funktionalitäten zugreifen, speziell das Failsafe-Plugin. Und mit dem können wir dann Tests auf dem Jar-File fahren, weil diese entsprechende Stage, Verify heißt die, nach der Package-Stage läuft, in der das Jar-File gebaut wird. Und im Normalfall muss man dann einfach nur die Endung IT hinter einem Test schmeißen und dann läuft das Ganze in der Verify-Stage. Genau, das Ganze wird dann gebaut, als Request abgeschickt, gegen LocalStack gefeuert und LocalStack
übernimmt dann das Erstellen der Lambda. Das ist ganz normal das AWS-SDK hier, was genutzt wird. Genau, und wenn wir dann die Lambda erstellt haben, können wir tatsächlich auch anfangen, die zu testen. Das heißt, wir erstellen einen Bucket und laden die Datei hoch. Am Ende rufen wir dann auf und sagen, wo das entsprechende Bild gefunden werden kann und erwarten, dass wir einen erfolgreichen Request abgeschickt haben und das Bild, was wir zurückkriegen, also das, was wir runterladen können, auch die entsprechenden Dimensionen reduziert bekommen hat, dass es ein Thumbnail ist. So, das Ganze können wir einmal ausführen. Das sollte jetzt ein bisschen länger laufen, weil wir auch eine ganze Ecke mehr ausführen hier. Das heißt, es wird ein S3-Service mehr oder weniger gestartet von LocalStack. Die Lambda muss erstellt werden, hochgefahren werden und das braucht dann einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber im Normalfall läuft er auch immer noch so innerhalb von wenigen Sekunden durch. Jetzt mit Zoom und der Aufnahme dabei könnten es schon ein paar mehr sein, aber so 9 Sekunden sind immer noch ganz okay. Und hier, das Schöne ist, dass man hier auch mal noch schön nachvollziehen kann, was passiert. Das ist nicht irgendwie ein Test, der so abläuft und wir dann sehen können, Mist, wo schlägt der ein Fehl? Wir können es nicht mehr nachvollziehen. Sondern wir können hier wirklich auch sehen, was passiert. Hier erstellen wir ein Bucket, packen das Bild rein, die Lambda wird erstellt, die Lambda holt sich das Bild, lädt es wieder hoch. Hier wird noch so ein bisschen gelockt, wie die Lambda aufgerufen wurde. Und hier laden wir das Bild dann zum Verifizieren am Ende wieder runter. Also der Test ist an sich auch noch ganz gut nachvollziehbar, was da wirklich passiert. Genau. Schauen, welches ist. Ich habe das Ganze auch nochmal in S3 hochgeladen und die Lambda auch erstellt. Ich hoffe, dass ich noch nicht ausgeloggt bin. Ah, das sieht gut aus. Genau, ich habe hier ein Bild hochgeladen, was in einem S3-Bucket liegt. Und ich habe hier auch eine Lambda liegen. Ich refresh nochmal einmal kurz hier. Also ich habe die Lambda einmal gezippt und hochgeladen und kann dann jetzt den Request hier drauf feuern. Muss einmal den Bucket angeben, den Dateinamen und kann das dann einmal anstoßen. Das heißt, ihr seht dann nicht nur, dass es in der Theorie läuft durch die Tests, sondern auch wirklich praktisch. Ja, das kriege ich die Meldung zurück, dass das Ganze funktioniert hat. Schauen wir auch mal, ob er ein Thumbnail hochgeladen hat. Und das sieht gut aus. Hier liegt das Thumbnail-Image, was jetzt gerade mein Unvergleich hier erstellt worden ist. Die Größe ist eine ganze Ecke kleiner. Das ist auch ein Hinweis, dass es auf jeden Fall funktioniert hat. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. So, springen wir dann mal einmal zurück. Ich muss einmal noch hier hin. So. Genau, die Demo hatten wir jetzt. Dann fassen wir das Ganze mal einmal zusammen. Wir haben manuelle Dependency Injection benutzt, um unabhängig testen zu können und möglichst einfache Tests zu schreiben. Wir haben zumindest im Ansatz ein bisschen die hexagonale Architektur gesehen, um externe Abhängigkeiten und Schnittstellen isoliert zu testen. Und dafür haben wir Test-Containers und LocalStack benutzt. Und wir haben einen Component-Test erstellt, um einfach sicherzustellen, dass wir das AWS-Framework korrekt benutzen und unsere Lambda auch überhaupt ausführbar ist. Und was wir dann am Ende rausbekommen ist eine hoffentlich verlässliche Test-Suite, um unsere Lambda automatisiert zu testen. Ich habe noch ein bisschen jetzt packst du das auch wieder mit dem Vollbildmodus. Ich habe ein bisschen Zeit nochmal reingesteckt, um zu schauen, wie es überhaupt bei anderen Clouds aussieht. Gibt es da ähnliche Tools? Und die beiden anderen größten Clouds sind natürlich die Azure Cloud von Microsoft und die Cloud von Google. Und bei der Azure Cloud gibt es so ein Tool namens Azurite und für Google gibt es einen Local Development Server. Ich habe sie leider nicht selber getestet und mal das Ganze darauf angewandt. Ich weiß also nicht, in welchem Umfang die dann die einzelnen Funktionalitäten dann lokal unterstützen. Ich denke aber, das Erwähnenswert ist hier zu nennen, falls jemand eher in einem anderen Ökosystem unterwegs ist. Weil das, was wir hier theoretisch zum Beispiel so gesehen haben, auch in weiten Teilen auf die anderen Clouds übertragbar ist.
Genau. Hier sind Links zu den Slides und zum Code. Das heißt, wer nochmal irgendwie genauer durch die Slides gehen möchte oder sich den Code in aller Ruhe anschauen möchte, kann das gerne machen. Und wer noch ein bisschen was zum Testen von Microservices ja, lernen möchte, der kann sich den Artikel von Martin Fowler dazu durchlesen, wo das alles sehr schön beschrieben ist. Dann sage ich herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wer möchte, kann natürlich jetzt gerne Fragen stellen. Und wem später erst welche einfallen, der kann mich natürlich auch gerne einfach per Mail anschreiben.